ist wieder Lockpicking Nord. Ich habe einen zweiten Teil versprochen zu Anfängerschlössern, Vorhängeschlössern. Und ja, weiter geht's mit den Burgwächterschlössern. Habe ich jetzt nicht so viele von, muss ich sagen. Bin auch gar nicht so der Burgwächter-Fan, ehrlich gesagt. Zumindest nicht von den günstigeren Schlössern. Liegt hauptsächlich daran, dass eins der ersten Schlösser, die ich hatte, dieses C-Line war. In der großen 50mm-Version mit einem Schlüsselloch, da kann man, keine Ahnung, einen Haufen Müll drin loswerden, wenn man möchte. Ist vom Schlüssel auch natürlich sehr, sehr einfach, so wie das aussieht. Fast alles dieselbe Höhe. Und ja, kostet trotzdem gar nicht wenig. Kostet mehr als das hier, Alu-Titan, was schwieriger zu picken ist. Das ist ja auch ein Messingschloss, aber trotzdem, ich war sehr, sehr enttäuscht davon, muss ich sagen. Die Toleranzen sind gar nicht so schlecht eigentlich, aber das Schlüsselloch ist viel zu groß und der Schlüssel ist natürlich schlecht geschnitten. Ist an sich ein super Schloss für Anfänger, ist mir nur eigentlich zu teuer dafür. Vielleicht kann man das aber günstiger irgendwo herkriegen und überlegt sich mal, ob man das haben möchte. Aber wie gesagt, das ist die 50mm Version. Ich habe auch die 30mm Version davon, die ist scheiß schwer zu picken. Potti hat da gerade erst ein Video zu veröffentlicht, das ist echt eine Herausforderung. Das würde ich nicht empfehlen. Aber wie gesagt, die 50mm Version, ich glaube, es sind 50, auch wenn hier eine 45 steht, ja, als Anfänger zu empfehlen. Man kann natürlich auch hier die ganz günstigen Schlösser kaufen. Aldi, Lidl, sowas hat manchmal was im Angebot. Ein paar Sets oder sowas, das ist günstigste China-Qualität. Die sind auch nicht immer so zuverlässig zu picken, würde ich fast sagen. Wenn man die mal auseinander nimmt und sich die Stifte anguckt, das sind, die sind meistens noch nicht mal gerade abgeschnitten, die sind irgendwie rund und knubbelig. Kann man natürlich machen, gerade zum Ausprobieren aufbekommen wird man die im Normalfall auf jeden Fall, wenn man das Prinzip verstanden hat, wie man Schlösser pickt. Aber ja, ich bin eher ein Freund von einigermaßen vernünftigen Toleranzen, dann hat man auch einen sehr, sehr viel zuverlässigeren Pick. Meine Güte, schwieriges Wort. So, also, wie gesagt, das Burgwächter C-Line in der großen Version, 45 oder 50, was es auch immer sein wird, ist relativ einfach aufzubekommen. Man kann das natürlich Single-Pin picken, man kann es aber auch wunderbar raken, selbst ich kann das raken. Und ich bin wirklich kein großer Raker. Mal gucken, ob das vor der Kamera nun klappt. So, na, ich hatte es gerade sogar resettet und ist schon wieder offen. Noch einfacher geht das sogar zu rocken. Ich könnte zwar einen City Rake nehmen, muss ich aber gar nicht mal. Ich nehme einen Hook und drehe den aber mit der runden Seite zu den Pins. Die Pins sind jetzt oben, weil das einfach so leichter für mich zu spannen ist vor der Kamera. Und wackel. Normalerweise geht das jetzt auch schnell auf. Nur nicht, wenn ich es vor der Kamera zeigen will. Ja klar, ruiniere ich mir hier ein schönes Video. Ne, tue ich nicht. Hab's aufbekommen. Gut, ja, wie gesagt, Single-Pin-Picken geht auch ganz gut. Die Federspannung ist nicht allzu hoch. Sollte nicht so das Problem sein, den Binder zu finden, den gebundenen Pin und alles zu setzen. Und dann sollte das eigentlich auch in annehmbarer Zeit offen sein. Gut. Wie gesagt, kann ich soweit empfehlen, wenn man einigermaßen günstig rankommt. So, ich fürchte, ich ziehe schon wieder das Video viel zu doll in die Länge. Ja, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich habe noch dieses 217-40, ein Karat von Burgwächter. Das ist auch relativ günstig zu bekommen. Wenn man hier reinguckt, sieht man schon, erster Schlüsselstift ist sogar eine Spule. Ist natürlich ein bisschen knifflig, manchmal dann zu picken, wenn man schon so... naja, so beeindruckt wird, wenn man da reinguckt, geht einigermaßen, muss ich sagen, zu picken. Der Schlüssel ist allerdings auch relativ leicht geschnitten, sollte jetzt nicht so das Problem sein. Sind viele Spulen drin, kann ich auf jeden Fall sagen, denke ich, wäre auf jeden Fall logisch, der logischste nächste Schritt, wenn man bei Burgwächter bleiben möchte, nach dem C-Line. Es sei denn, man kriegt so ein Alu-Titan. Hier unterscheidet sich auch die 40 und die 50mm Version im Kern überhaupt nicht. Ist verwinkelter etwas, aber man hat dafür mehr Platz. Oh, verdammt, bin jetzt wieder neben der Kamera. Das hier ist breiter, man hat hier ein bisschen mehr Platz, dass hier
Ist ein bisschen kniffliger, würde ich sagen, vom Profil her. Na, nicht unbedingt. Kommt drauf an. Kommt sehr darauf an, wie der Schlüssel auch geschnitten ist. Ich habe mir hier versucht, den auszusuchen, der am krassesten geschnitten ist. Zumindest von denen, die ich zur Auswahl hatte. Das ist eine relativ günstige, relativ nette Geschichte. Bin nicht so begeistert davon wie von den Arbus-Titanium-Schlössern, aber das muss jeder für sich selber wissen, denke ich mal. So, und die letzte Stufe ist dann das Burgwächter Profi 116-40. Die können eine ganz schöne Herausforderung sein, definitiv. Hier ist das Schlüsselprofil ähnlich wie das von dem Karat. Ne, und das Feedback ist gut, würde ich auf jeden Fall sagen. Man kriegt tiefe Falsets, den Kern ordentlich auf Kipp. Schönes Feedback, aber auch keine ganz leichte Geschichte, vor allem wenn man noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja, was haben wir noch? Ich habe noch Sachen, die man bei eBay im Moment zumindest öfters mal sieht, die ich gekauft habe und von denen ich zumindest dachte, dass es Anfängerschlösser sind. Dieses Corbin hier, 30 mm breit ist das, glaube ich. Ist vom Schlüsselprofil her nicht wirklich einfach, vor allem wenn man sich das hier auch anguckt. Ganz schön verzwickt da, nicht scharf stellen, ganz schön verzwickt hier zwischenzukommen. Sind Spulen drin auf jeden Fall, bei dem Kipp, den man da so bekommt, macht Spaß. Würde ich aber auch nicht unbedingt sagen, dass das was für Anfänger ist. Aber ich glaube, die sind gerade massenhaft drin bei eBay, die müsste man eigentlich sehr günstig kriegen können. So, und dann haben wir hier ein Yale. Vorhängeschloss. Das ist auch richtig hart geschnitten. Ich hoffe, es liegt nur daran und nicht an meinen furchtbaren Pickfähigkeiten. Ich bekomme es nämlich nicht auf. Ich glaube, da sind nur Standardstifte drin. Es ist relativ schwierig, hier die Stifte zu setzen und nicht an dieser Kante hier hängen zu bleiben. Da unten. Und naja, Standardstifte sind an und sich relativ schwierig, vor allem kombiniert mit einem schwierigen Schlüsselprofil. Man hat die einfach schnell zu tief gesetzt und dann, ja, irgendwo hängt es dann und dann geht es nicht mehr auf. Muss vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit investieren, vielleicht bekomme ich das nochmal auf. Naja, gut. Das war es erstmal zu den Anfängerschlössern für heute, denke ich mal. Falls ihr irgendwas anderes noch wisst, Fragen, Kommentare habt, ihr kennt ja die Kommentarfunktion, dürft auch gerne YouTube-Nachrichten schreiben oder eine E-Mail. Dann versuchen wir das möglichst alles zu beantworten. Hoffentlich nicht ganz so umfangreich, wie ich jetzt schon wieder schwafel hier im Video. Ich hoffe, das wird nicht zu lang. Gut. Auf jeden Fall war es das für heute. Gut. Denk mal, da war noch mal ein bisschen Info drin. Hoffe es jedenfalls. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.